äußert in dem Bericht. Diese harte Strafe zeigt, wie Gott es beurteilt, wenn der, den er berufen hat, angetastet wird, gleich was für ein fehlbarer und schwacher Mensch er auch sein mag. Und hier tritt wieder die Größe Moses hervor. Seine einzige Antwort war die Fürbitte für seine Schwester. Fürbitte, die Gott... wenn er von eifersüchtigen Gegnern herausgefordert wird. Dass er in den Händen seines himmlischen Beschützers sicher ist, dafür gibt es kein Gericht an Miriam reiche Bestätigung. Warum habt ihr euch nicht gescheut, wieder meinen Knecht Mose zu reden? Die zweite Herausforderung kommt von Korah und seinen Verbündeten, die einen unbegründeten Neid gegen Mose und Aaron hegten. Warum sollten allein sie sich der Vorzüge hoher Ämter erfreuen? Waren da nicht andere, zum Beispiel sie, die ebenso berechtigt und befähigt sind, waren Mose und Aaron die geeignet waren, die Botschaft Gottes zu vermitteln? Jetzt ist genug, beschwerten sie sich, denn die ganze Gemeinde ist heilig.